Was geht ab, meine Z-Fighter Osirio, und heute werden wir uns damit beschäftigen, wie man Teams mit dem neuen physisch Vegeta baut. Nun ist quasi auch Vegeta und die neuen Karten auf der Webpage Dokkan Bilder. Die brauchen immer ein wenig Freunde, sind im Endeffekt auch nur Menschen dahinter. Aber nun ist er quasi hier auch in auf der Webpage Dokkan Battle Builder, den wir nutzen werden, um die Teamkonstellation zu zeigen, Freunde, weil das wirklich eine sehr gute Webpage. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung setzen, könnt ihr euch gerne abchecken. Zum einen, Freunde, gehe ich ganz kurz mal drauf ein, was man allgemein betrachten muss, wie man quasi ein Team um Vegeta baut. Erste Rotation, zweite Rotation, zwei Rotationscharaktere etc. Dann habe ich wirklich sehr viele Teamkonstellationen zusammen erstellt oder sage ich mal so Gimmicks den Teams gegeben. Die werde ich euch dann auch zeigen, aber im Endeffekt könnt ihr uns auch gerne wissen lassen, wie eure Team-Setups aussehen, weil unter dem Leader-Skill von Vegeta geht wirklich sehr, sehr viel. Er gibt nämlich den Pure Saiyan-Charakteren Ki plus 3 HP-Attack und 150% oder Superclass komplette Heroes-Charakteren Ki plus 3 HP-Attack und 100%. Und im Endeffekt, sag ich mal, wenn ihr dann irgendein Team so gebastelt habt, ganz spontan hier einfach mal so ein paar rein, dann könnt ihr uns quasi das nicht nur schriftlich wissen lassen auf YouTube, sondern hier, wenn ihr die Webpage benutzt, könnt ihr einmal auf Image klicken, dann auf Generate, dann generiert es euch einen Link und diesen Link quasi könnt ihr dann gerne in die Kommentare setzen, dann habt ihr das bildlich von eurem Grafen, dann wird euer Graf bildlich angezeigt quasi und ja, statt so lang zu schreiben, könnt ihr es euch auch gerne einfach machen und quasi den Link vom Grafen reinsenden. Alles klar, dann beginnen wir mal und zwar ganz allgemein, Freunde, wäre natürlich gut, wenn wir erstmal den besseren Leader-Skill von Vegeta nutzen, weil wir wissen ja, beispielsweise in dem Beispiel gibt er den Pure Saiyans Charakteren einen besseren Boost, aber wenn ein Charakter in beiden Leader Skills ist, in dem Fall, wenn wir quasi einen Pure Saiyans Charakter nehmen wie Bardock, der ist sowohl ein Pure Saiyans Charakter als auch ein Superclass Charakter, aber solche Charaktere, die quasi dann in beiden Leader Skills sind, bekommen immer den besseren Boost, also würde Bardock hier den Pure Saiyans Boost bekommen, Ki plus 3, 150% auf alles. Dementsprechend tun wir das Ganze erstmal kategorisieren, wir gucken erstmal uns nach den Pure Saiyans Charakteren an, wäre natürlich immer noch besser, wenn ihr überwiegend Pure Saiyans Charaktere mitnehmen könnt. Nun zum einen, Rotation 1 kann man mit Vegeta bauen. Mit Vegeta, wenn ihr die Rotation baut, dann wollt ihr auf jeden Fall einen guten Partner für ihn. Wenn ihr euch mal die Linkskills von Vegeta anschaut, dann haben wir an der Stelle Super Saiyan 10%, Royal Lineage Ki plus 1, Prodigy 10%, Saiyan Pride 15%, Golden Warrior nochmal Ki plus 1 drauf. Die Verteidigung des Gegners wird um 2000 gesenkt. Steht hier, by the way, alles hier auf der linken Seite dran. Und Prepare for Battle Ki plus 2. Und Fierce Battle 15% auf den Angriff. Also er hat, sag ich mal, die Standard Saiyan Link Skills wie Prepared for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle. Heißt, wenn ihr einen Charakter mit ihm in eine Rotation spielt, wäre natürlich immer gut, wenn ihr so viel LR wie möglich verwerten könntet in ein Team. Wenn es natürlich geht, dann geht das. Also wenn ihr quasi die Standard Link Skills, wenn ihr ihn mit Broly spielen wollt in eine Rotation, dann würde das gehen. Sie hätten Prepared for Battle, Ki plus 2, Super Saiyan und Fierce Battle 25% auf den Angriff. Das funktioniert auf jeden Fall. Wenn ihr dann quasi Vegeta mehr zur Schau stellen wollt, dann könnt ihr andere Partner mitnehmen, aber das sehen wir quasi im Endeffekt des Videos. Beziehungsweise, um es einfach zu sagen, könnt ihr auch natürlich mit Super Vegeta mit Vegeta in der Rotation spielen, weil die teilen sich halt verdammt nochmal 7 von 7 Linkskills. Wenn ihr an sich wissen wollt, ganz kurz zur Wiederholung, wie viele Linkskills teilt denn ein Charakter mit einem anderen, dann könnt ihr einmal auf Advanced klicken, Freunde, Show All, und dann könnt ihr einstellen, wie viele Linkskills euch angezeigt werden sollen, mit dem sich der Charakter minimal linkt oder hier an der Stelle mit 6, dann klickt ihr zu euch auf Vegeta und dann wird euch angezeigt, okay, dieser Charakter linkt sich mindestens mit 6 Linkskills, in dem Fall ist es Super Vegeta mit 7 und dann könnt ihr mal runter, wer linkt sich mit 5 Linkskills und dann werden euch so die Charaktere angezeigt, also falls ihr wissen wollt, Freunde, auf Advanced Show All und dann das Ganze quasi euch anzeigen lassen. In dem Fall, wie gesagt, wenn man alles verwerten kann, kann man auf jeden Fall Broly hier mit Vegeta spielen. Oder irgendeinen anderen Charakter mit Vegeta, wenn ihr Vegeta in der Rotation halten wollt. Zum Beispiel Super Vegeta, der sich gut mit denen linkt. Evo Vegeta würde auf jeden Fall auch gehen. Ja, Freunde, da müsst ihr einfach mal hergucken. Evo Vegeta teilt an der Stelle 5 Links. Jetzt wirklich auch ein guter Partner. Da ist noch quasi Prodigies vertreten und Royal Lineage, was Broly nicht hat. Das geht auf jeden Fall auch. Dann könnt ihr natürlich, wenn ihr die zwei Charaktere ab, LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku in einer Rotation behalten. Ja, wir wollen ja LR verwerten, wenn das geht, können wir das auf jeden Fall machen. Und an der Stelle würden LR Majin und LR Super Saiyan 3 Goku gut miteinander funktionieren. Warum? Sie teilen sich 4 Linkskills, darunter Over the Flash und Shattering the Limit sind quasi insgesamt Ki plus 5 Super Saiyan Legendary Power. Und wir wissen ja, mit LR Super Saiyan 3 Goku wollen wir auf jeden Fall auf die Ultra Super Attack kommen. Und mit Majin in der Rotation funktioniert das auf jeden Fall. Ob es einen anderen gibt,
der genauso wie Margin Overflash und Shattering Limit hat. Es gibt wenige Charaktere, die das haben. Aber wenn ihr die anderen Margin Vegetas habt, die haben leider noch nicht ihr Awakening auf Global. Auf JP werden wir das gleich sehen. Dann könnt ihr die auch nutzen. Oder an sich so ein Kalten Goku, der Overflash und auch Shattering Limit hat. Hat der das hier an der Stelle? Ja, der zum Beispiel hätte Overflash und Shattering Limit. Würde sich quasi dann nur mit den Key linken, aber es würde auch gehen. Also gesagt, wie gesagt, ihr guckt erstmal her und bildet euch zwei Rotationen mit dem Team. So eine Rotation könnte aussehen, sagen wir mal, ja, entweder mit einem der drei, lassen wir einfach mal LR Broly drin. Und dann könnte das so aussehen, wenn wir die LR verwerten wollen. Und wir haben hier Majin drin. Wenn ihr LR Super Saiyan 3 Goku nicht habt, aber Bardock, dann könntet ihr auch Bardock mit Majin Vegeta spielen. Sie teilen sich nämlich vier Link Skills. Saiyan Warrior Race, Saiyan Pride, Shattering Limit, Legendary Power. Funktioniert auch. Bardock und Goku wäre ein bisschen schwer, weil sie nur Shattering Limit, Legendary Power haben. Aber wenn euch dreifach Goku fehlt, ihr Bardock habt, könnt ihr auf jeden Fall Bardock mit Majin spielen. Ansonsten braucht ihr halt für einen der beiden Charaktere, wäre es gut, wenn ihr einen Over- und Flash-Charakter in Ruhe habt, das sehen wir dann auch gleich. Da gibt es auch ein paar, die könnt ihr auf jeden Fall nutzen. Sei es die ganzen Super Saiyan 3 Charaktere, Super Saiyan 3 Bardock, die Gott Charaktere, zum Beispiel Gott Vegeta mit Majin würde auch gehen. Die hätten hier Over the Flash, Super Saiyan und Saiyan Warrior Race. Und genau, also im Endeffekt haben wir quasi zwei Rotationen gebildet, die würden auf jeden Fall funktionieren. Und dann wäre es gut, zwei Rotationscharaktere, wenn einer davon ein Supporter ist, wäre es gar nicht mal so schlecht. Also zum Beispiel Thales, wenn ihr mit zwei Supportern spielen wollt. Die Pure Saints haben wirklich zwei sehr gute Supporter. Paragus und Broly könnt ihr auch spielen. Wenn nicht, könnt ihr einen individuell starken Charakter noch mit reinnehmen. In dem Fall kann ich auf jeden Fall Super Saiyan 3 Bardock zum Beispiel empfehlen, weil der hat wirklich sehr gute Linkskills. Für beide Rotationen würde er gut was bringen. Prepare for Battle Over the Flash. Experience Fighters für LL Super Saiyan 3 Goku hätte er an der Stelle noch. Und hätte dann noch, wenn die HP 70% und drunter sind, seinen 40% Boost auf den Angriff für Super Class Units. Also falls ihr nicht zwei Supporter mitnehmen könnt, könnt ihr auch mit Bardock quasi einen individuell starken Charakter mitnehmen, der aber auch einen Support-Aspekt hat. Und davon gibt es auch ein paar, werde ich euch alles gleich zeigen. Aber so wie gesagt zum Standard-Build, Freunde. Wie gesagt, eine Rotation bauen mit zwei Charakteren, die sich gut linken. In dem Fall teilen mal Vegeta und Broly sich die minimalen Linkskills, aber das funktioniert auf jeden Fall. Die Zeitrotation mit den zwei LR und hier haben wir quasi versucht, LR zu verwerten und das geht auf jeden Fall sehr gut, weil wir auch noch die Rotationscharaktere haben, die Ki geben, Angriffboost, Verteidigungsboost. Also so ein Team würde gar nicht mal so schlecht aussehen, meiner Meinung nach, und das kann man auf jeden Fall gut bauen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Team auf der globalen Version. Auf JP werden wir auch gleich drauf eingehen, aber zuvor, wie gesagt, so einfach mal zum Wiederholen, wie baut man an sich allgemein ein Team? Zwei Rotationen bauen, zwei Rotationscharaktere und gut ist, Freunde. Jetzt habe ich, wie gesagt, ein paar Konstellationen erstellt. Die zeige ich euch gerne mal. Da sind ein paar viele. Ich werde dazu ein bisschen was sagen. Aber ihr könnt uns dann gerne auch eure Setups zeigen. Weil, wie gesagt, es geht verdammt nochmal viel. Und ja, apropos, jetzt allgemein. Ich habe das jetzt allgemein gezeigt. Wenn hier euch mal ein von den Charakteren fehlt, Freunde, oder ihr an sich keine Super Saiyan Charaktere habt, dann könnt ihr auch Super Class Charaktere mitnehmen. Also ihr könnt dann zum Beispiel auch Super Class Supporter hier mit reinklatschen. Zum Beispiel LR Great Saiyaman. Ihr könnt hier locker LR Great Saiyaman reintun. Das sind zwar nur 100%, aber die 100% sind, sage ich mal, noch solide. Und LR Great Saiyaman für die Rotation mit LR 3 von Goku, wenn er da reinkommt, perfekt, sehr gut für LR Goku, weil er dann Ki plus 4 einfach bekommt und Shattering Limit von LR Great Saiyaman. Also das würde natürlich auch funktionieren, aber wie gesagt, da habe ich ein paar Konstellationen gebaut, ein paar Graphen erstellt und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Dieses Team wäre eigentlich so nochmal wiederholt, was ich gerade allgemein gesagt habe. Ihr könnt natürlich auch den physisch Broly mit Vegeta in der Rotation spielen oder AGL Broly, oder ihr könnt auch dann Vegeta letztendlich rein und raus rotieren und zwei Broly Charaktere zusammen spielen, sei es AGL und physisch Broly oder physisch Broly und LR Broly, das geht auf jeden Fall auch, das habe ich gerade erklärt, mit den zwei Supporter. An sich, Freunde, werden in den meisten Setups, ich werde quasi nur auf die einzelne Rotation ändern oder auch vielleicht das komplette Team, aber überwiegend werdet ihr oft Thales und Paragus sehen, weil wenn ihr die habt, das sind zwei sehr, sehr gute Supporter, die spielt ihr auf jeden Fall. Alternativen gibt es auch, die werde ich mal hier und anzeigen. Zum Beispiel Tora gibt Ki plus 3 und 30% für jedermann. Super Saiyan 3 Bardock, wie gesagt, es gibt physisch Bardock, der ein Supporter ist, physisch Goku in den Pure Saints, es gibt LR Goku Baseform und da gibt es wirklich sehr viele Supporter, Freunde. Super Saiyan 2 Bardock und ja, die werden wir dann im Verlauf hoffentlich sehen. Genau, das nur nochmal zum Auffrischen allgemein. Wie gesagt, Broly-Rotation kann man auf jeden Fall auch spielen. Könnt ihr auch Vegeta rein und raus rotieren. Das wäre in dem Fall dann, was habe ich hier geändert? Ah, guck mal, siehst du, da habe ich noch einen weiteren Supporter mit reingepackt. Und zwar hier der Godku. Der gibt da nur quasi Strength- und Physisch-Charakteren einen Boost. Aber wenn ihr, sage ich mal, merkt, okay, ihr habt nur Strength- und Physisch-Charaktere am Start, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall spielen. Aber der würde dann quasi eine Endstufe für Vegeta, wenn es dazu kommt, noch Godly Power und Warrior Gods haben. Also der Supporter würde zum Beispiel auch gehen. Wäre auch quasi so allgemein. Okay, hier haben wir dann an der Stelle ein Broly-Only-Team, Freunde. Wenn ihr das bauen könnt, dann rotiert ihr natürlich Super Vegeta den Leader raus. Ihr könnt einen Broly mit der TOR-Version spielen, physisch Broly mit AGL-Broly und
wenn ihr den Thema Broly nicht habt, könnt ihr quasi noch einen weiteren Supporter mit reinnehmen und dann quasi LL Broly mit Vegeta spielen oder LL Broly mit, oder Vegeta mit irgendeinem anderen der Brolys. Aber im Endeffekt überwiegend halt Broly-Charaktere hätten dann quasi noch einen Supporter, wenn es nur Brolys sind. Wenn ihr diesen Thema Broly nicht habt, wäre natürlich noch ein weiterer LL-Logo. Dann, da könnt ihr eben zwei Supporter mit reinnehmen. Ich würde eigentlich niemandem empfehlen, so aktuell eine zweite Version von LL Broly zu behalten. Ihr könnt ihn ruhig dupen, wenn ihr dann zwei Dupes habt oder ihn auf Rainbow habt, wenn es ein oder andere habt, dann würde ich den TOR mal holen. Aber in der aktuellen Zeit merkt ihr schon, da muss man nicht unbedingt von einem LR auch die TOR-Version behalten. In manchen Konstellationen ist es, tragt es dazu bei, dass dann wirklich sehr viel Schaden machen. Aber das ist, es gibt mittlerweile so viele gute Charaktere, so viele gute Alternativen, das muss nicht unbedingt sein, Freunde. Deswegen, aber falls ihr dann quasi Überschuss oder so habt oder Bock auf diese Rotation habt, könnt ihr das gerne machen. Aber behaltet im Hinterkopf, diese Rotation wird schon viel Schaden bekommen, weil die Broly ihre Verteidigung verlieren, wenn sie ulten. Dann haben wir hier ein Transforming-Team, und zwar die Transforming-Charaktere und ihre Partner, die rauskamen. Vegeta kam mit Super Vegeta raus, 7 von 7 links, dieses Godlike, und Goku dann in Rotation mit seinem Partner, der mit ihm rauskam, weil dieser Kakumoku ist auch gut. Bei dem Kakumoku ist halt leider einfach schade, dass er keinen Super Saiyan links gelat und dass er Kakumoku, sage ich mal, er hat Prepare for Battle und Shocking Speed, also linkt sich overall eigentlich mit der Transformation solide. Hat leider kein Over the Flash. Normalerweise hat jeder Charakter Over the Flash. Ihn haben jetzt genommen. Ich würde es besser finden, hätte er Prepare for Battle und Over the Flash, weil dann hätte er mit Super Saiyan 3 Stufe sich gut gelinkt. Aber nicht schlimm, auch so linken sich overall eigentlich gut. Der Charakter ist wirklich auch gut. Das wäre quasi so cooles Gimmick, so die Transforming Charaktere und ihr Partner. Und dann, wie gesagt, zwei Supporter. Und wie gesagt, die zwei Supporter werdet ihr oft sehen, Freunde. Das sind im Endeffekt Rotationscharaktere. Und wenn ihr die habt, dann spielt ihr sie auf jeden Fall. Dieses Team wäre dann mit den zwei Isei-Charakteren in einer Rotation. Vater-Sohn-Galligon würde auch funktionieren, auch auf jeden Fall. Warum nicht? Ihr merkt schon, ja, ich bringe ja auch mal Gimmicks rein. So zwei einfach Duos in dem Team. Ich finde sowas auf jeden Fall spaßig, wenn man den Teams einfach mal so eine Thematik gibt. In dem Fall wäre das hier Vater und Sohn. Wisst ihr, dass ich meine, die neu ihre Iseis bekommen haben. Zu den beiden wird auch ein Video erscheinen, Freunde, die Tage in ihrem Showcase. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf gefasst machen. Ich habe beide auf Global auf 100%, auf JP mit zwei Dupes. Heißt, da können wir auf jeden Fall gut was zeigen. Das würde gehen. Und dann haben wir hier noch an der Stelle mit Free-to-Play. Also Free-to-Play-Only-Team. Außer der Leader-Logo. Der Leader ist halt nicht Free-to-Play, aber einfach mal, das gesehen ist. Mit dem Free-to-Play-Broly liegt er sich mit drei Links. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Prepare for Battle, Super Saiyan und Prodigies. Die zwei Isei-Charaktere, ja, Free-to-Play, Goku Blue, Vegeta Blue kann man auch spielen. Kabo und Kalifla mit reinnehmen. Rein raus zu Team würde auch funktionieren. Logo, der Leader ist halt nicht Free-to-Play, aber ja. Dann haben wir hier an der Stelle die Gott-Rotation aus dem Film. Würde auf jeden Fall auch funktionieren. 6 von 7 links sind, passt auch. Vegeta kann man halt mit Evo Vegeta oder Super Vegeta. Warum Evo Vegeta? Ja, der hätte noch Warrior Gods. Also falls hier einer von ihnen verläuft, dann hätte er noch Warrior Gods am Start. Und dann, wie gesagt, auch die zwei Supporter. Hier haben wir dann quasi ein Team ohne einen LR-Charakter, aber mit guten, individuell starken Charakteren. Eine Rotation mit dem Evo-Vegeta und dem neuen Vegeta. 5 Links geht, sehr schöne Rotation. Und Broly mit AGL Broly, 6 Links geht, sehr gute Rotation, die Zeit Support. Also dieses Team macht es auch wirklich sehr gut her. Das ist auch wirklich ein sehr schönes Team, was gut funktioniert. Dann hätten wir hier ein Super Saiyan 4 Team, Freunde. Wir haben jeden vierfachen Charakter, sage ich mal einfach, die Main vierfachen Charaktere in einem Team. Vegeta in der Rotation mit dem vierfachen Vegeta. Full Power Goku mit vierfachen Goku in der Rotation, 6 von 6 Linkskills, 6 von 7, sorry. Und, ja, vierfachen Goku, da kann man auch mit reinnehmen. Er ist zwar kein Pure Saiyan, also er gehört nicht zur Pure Saiyans Kategorie, aber er gehört zu den Super Class Kategorien. Den kann man mitnehmen, rein und raus sortieren. Und warum nicht? Guck mal, so hätte man ein vierfaches Team gebaut, mehr oder weniger. Sieht auch cool aus auf jeden Fall. Ein Supporter mitnehmen und gut ist das Ding. Und ist auf jeden Fall cool, Freunde. By the way, wenn euch eines dieser Teams gefällt, ja, zum Beispiel so das, und ihr so ein Showcase davon mal sehen wollt, ich mag es nämlich auch gerne, wenn ich Showcase mache, dem Ganzen eine Thematik zu geben, wie das letzte Showcase, wo wir Transforming Goku und Vegeta in der Rotation hatten. Und so eine Thematik wäre zum Beispiel ein vierfaches Team, ein Team aus mehr überwiegend vierfachen Charakteren. Wenn ihr irgendwie sowas, irgendein Team-Setup von euch hier gefällt oder ihr Vorschläge habt, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Dann kann ich das gerne auch auf jeden Fall mir merken und in der Zukunft showcasen. Dieses Team wäre LR-only quasi, außer der Leader, wären quasi aber auch hier dann nur Charaktere, die nicht zu der Pure Saiyan-Kategorie gehören, außer der Supporter Goku, aber LR-Charaktere, würde mich halt auch interessieren, wie machen sie zum Beispiel LR, Vegito und Goeta in einem 100% Leader-Skill, einfach rein aus Interesse, würde aber auch gehen. Hier haben wir dann an der Stelle Transformation-Team. Ja, alle Transformation-Charaktere in ein Team reinklatscht, alle Charaktere können sich transformieren, alle gehören auch zu Pure Saiyans, außer Gogeta, aber wegen dem Super-Class-Link-Skill, oder Leader-Skill, kann man ihn mitnehmen. Dann haben wir an der Stelle
Ja, die Transforming, sag ich mal, Rotation und dann die Broly-Rotation am Start, das ist quasi mehr oder weniger, was wir geshowcased haben die letzten Tage. Dann hätten wir hier sowas mit Uigoku und Goku-Rotation, die teilen sich nämlich auch sehr gute Linkskins untereinander und so sofort, Freunde. Hier hätten wir nochmal Vegeta-Only-Team. Evo in der Rotation mit Freeze, Super Vegeta, LR Majin mit Goku, vierfach Vegeta rein und raus mit dem und dann entweder einen Supporter mitnehmen mit Super Vegeta oder hier den In-Super Vegeta. Und genau, hier hätten wir noch Virus am Start. Warum Virus? Virus, wenn ihr Nuker in dem Team spielt, wie mit Elegor und Kefla zum Beispiel, oder Vegeta selbst ist ja auch ein Nuker, Virus ändert Attack und Indorp in Physisch Orb, also ändert, sorgt wirklich für sehr viele Orbs und hat noch Attack unter 50%, also dann könnt ihr quasi die Nuker so von ins mitnehmen, sag ich mal. Auf JP würde das Ganze folgendermaßen aussehen, das Team auf JP ist eine reine Bombe. Wenn ihr LR Super Saiyan für Vegeta, das ist quasi nur Zusatz, LR Super Saiyan für Vegeta und Goku habt, dann spielt sie auf jeden Fall in der Rotation unter dem Leader-Skill von Vegeta. Vegeta könnt ihr zum Beispiel rein und raus sortieren, zusammen mit Thales. Warum? Dann könnt ihr nämlich LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku in der Rotation halten. Was gestört ist, ich habe das Team einfach auf JP. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein Team würde ich auch vielleicht gerne showcase, wenn es in eurem Interesse ist. Und hier eben wegen dem Ersatz von Majin, die kommen auf Global noch hinzu, die zwei Charaktere, dass der Fuse aus dem Battlefield, dass der Strength, der man zum 3-Jährigen kam, der hat zum 4-Jährigen dann sein Awakening bekommen, die kommen auf JP auch noch, wären Alternativen als Partner für Goku. Sie hätten alles, was Majin hat, außer Legendary Power. Das Team ist doch übertrieben geil. Ein weiteres Team, was geil wäre, wäre folgendermaßen, Freunde, mehr oder weniger auch allgemein. Ja, vierfach Rotation, wenn ihr die habt, spielt es auf jeden Fall die zwei Support-Charaktere und dann könnt ihr euch für Vegeta irgendeinen Partner aus den Reihen aussuchen. Broly, Super Vegeta, LR Broly oder Evo Vegeta funktioniert auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Nano Genix zum Beispiel hat das Team mit Evo Vegeta gespielt und das Team ist wirklich auch sehr schön. Und die zwei habe ich einfach mal hingeklatscht, weil das so zwei neue Charaktere sind, die hinzukamen. Ihr könnt auch quasi einen individuell starken Charakter mit rein und raus sortieren. Goku rein und raus sortieren, den neuen kann man auf jeden Fall, weil er bekommt ja jedes Mal, wenn er reinkommt, Key plus 1 selbstständig, würde auf jeden Fall gehen. Oder ihr spielt halt, nehmt ihr Super Classy das Game mit, spielt halt die beiden in einer Rotation. Wollte einfach mal zeigen, weil das so zwei neue nette Charaktere sind, die reinkamen auf JP, sag ich mal. Und dann quasi mehr oder weniger gleich, nur verschiedene Supporter auf der japanischen Version haben wir. LRB Punk kann man mitnehmen mit dem Super Class Leader Skill. Man kann Bulla mitnehmen und man kann Shanks mitnehmen. Würde auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Oder LR Great Simon, wie gesagt, auch. Und ansonsten wäre es das quasi von Team Build Guide zu dem Vegeta, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt mich, wie gesagt, gerne wissen lassen, wie eure Setups aussehen. Ihr merkt schon, da geht wirklich sehr, sehr viel. Dementsprechend rund in die Kommentare mit euch. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall ein Like geben. Falls ihr neu seid, dürft ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo geben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.